Jo Leute, willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und zwar habe ich ja angekündigt, dass ich dieses Jahr gerne einen Adventskalender machen würde. Der Adventskalender wird daraus bestehen, dass ich 24 Fragen stelle und ihr die beantworten dürft. Wer das schafft, alle 24 bzw. die meisten von den 24 zu beantworten, der soll auch nicht ganz leer ausgehen. Und jetzt ist die Frage, warum mache ich das heute schon? Liegt einfach daran, dass ich das dann auch gerne am 24. bei euch hätte. Und dementsprechend am Montag vorm 24. Das verschicken möchte. Dementsprechend werden ab heute jeden Tag jeweils eine Frage gestellt bis zum, ich weiß es gar nicht, ich glaube bis der 20. Ne, stimmt gar nicht, der 18. werden Fragen gestellt. Wenn ihr die Antwort wisst, könnt ihr mir die schreiben an kleinevo@web.de. Da werde ich jeden Tag dann gucken. Und nach Stellen der Frage habt ihr 24 Stunden Zeit, die zu beantworten. Ihr solltet eventuell gucken, wie ich die Frage gestellt habe. Manche Fragen sind ziemlich assi gestellt, gebe ich ehrlich zu. Sie werden mit der Zeit schwerer. Ich gehe davon aus, dass kein Mensch alle 24 beantworten kann. Ich glaube nicht mal, der David alle beantworten können. So, dementsprechend zählt nachher, wer die meisten Antworten wusste, beziehungsweise so gut geraten hat. Kann ja auch sein. Jetzt die Frage, wie stelle ich euch die Fragen? Ich hatte ja erst vor, jeden Tag ein Video zu machen, so um 19 Uhr oder so. Und da habe ich mir gedacht, das wäre zu einfach. Dementsprechend werde ich jeden Tag in einem der Videos oder in der Videobeschreibung oder auf dem Kanal irgendwo werde ich eine Frage stellen. So, und ab Erscheinen der Frage habt ihr 24 Stunden Zeit. Kleiner Hinweis, ich werde die Fragen frühestens um 8 Uhr morgens stellen. Also, keine Ahnung, kann sein, dass ich das in die Kommentare bei mir auf dem Kanal schreibe, dass ich da eine Frage hinsetze. Dann habt ihr bis zum nächsten Tag 8 Uhr Zeit, die Frage zu beantworten. Nicht dann logischerweise in den Kommentaren, sondern immer an die E-Mail-Adresse. Egal, wo ihr die Frage gehört oder seht, immer an die E-Mail-Adresse. Das ist ganz, ganz wichtig. Wer die Antwort postet, wird vom Spiel ausgeschlossen. Komplett. So. Ist auch scheißegal, ob ihr es danach löscht. Wenn ich sehe, dass eine Antwort gepostet wird, öffentlich, dass jeder die sehen kann, fliegt ihr raus. Solltet ihr draußen. Egal, wie viel ihr bis dahin richtig wusstet oder halt nicht richtig wusstet. So. Mitmachen darf jeder. Also, ihr müsst mich nicht abonniert haben, ihr müsst kein Like da lassen, gar nichts. Ihr müsst keine Kommentare lesen und so weiter und so fort. Ihr müsst halt einfach nur aufpassen, wo die Fragen sind. Es ist teilweise ein bisschen versteckt, wo ich die Fragen hinstelle. Teilweise ist es einfach in einem Video zwischendrin mal gestellt. Werdet ihr sehen. Und ich bin gespannt, wer da die meisten weiß. Ihr braucht nicht fragen, ob ich sie vergessen habe. Ich habe die nicht vergessen. Ich habe die auf gar keinen Fall vergessen, die Frage. Manche werden nicht wegen der Frage schwierig sein, sondern einfach die Frage zu finden. So, dementsprechend, ich bin gespannt, wer alle Fragen findet erstens und wer alle Antworten weiß. Um sinnvoll mitzumachen, solltet ihr eventuell Steam haben. Sonst habt ihr vielleicht am Ende nicht so wirklich was vom Gewinnspiel. Aber nur so als kleiner Hinweis. So, ansonsten, wie gesagt, kann jeder mitmachen, der lustig ist. Gut, das war's auch schon. Dafür fällt heute leider Hashtag Frag aus. Hatte ich ja angekündigt. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Start in die Weihnachtszeit und wünsche euch viel Spaß beim Rätseln. Also, bleibt da gespannt. Viel Spaß. Ciao, ciao.